Herzlich willkommen zu einem neuen Top 7 heute. Die besten Spiele aller Zeiten. Los geht's. Auf Platz Nummer 7, South Park, der Stab der Wahrheit. Aus den gefährlichen Schlachtfeldern des Spielplatzes der Viertklässler wird ein junger Held emporsteigen, der South Parks Retter sein wird. Die South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone präsentieren South Park, der Stab der Wahrheit. Eine epische Quest auf dem Weg zur, nun ja, nennen wir es mal Coolness. 1000 Jahre währt der Kampf nun schon. Ein niemals endender Krieg, in dem Menschen und Elfen nur um ein Artefakt kämpfen, den Stab der Wahrheit. Doch das Schicksal des Krieges wird sich schon bald wenden. Gerüchte von einem neuen Kind sickern über das Land. Allein die Sterne sagten dieses Ereignis voraus. Jetzt, nachdem die Umzugstransporter der Vorsehung abgefahren sind, beginnt das Abenteuer. Der Spieler rüstet sich mit den legendären Waffen gegen Nörgler, Unterhosenwichtel, Hippies und anderen Boshaftigkeiten. Entdeckt den Stab der Wahrheit und verdient sich einen Platz als neuer Freund an der Seite der Seriencharaktere Stan, Kyle, Cartman und Kenny. Auf Platz Nummer 6, Call of Duty Ghosts. Im Ego-Shooter Call of Duty Ghosts schließt sich der Spieler einer kleinen Untergrundgruppe von Spezialkräften an, die den titelgebenden Namen Ghosts trägt. Das Ziel? Die besetzten Vereinigten Staaten von unbekannten Invasoren befreien und vor dem endgültigen Kollaps zu bewahren. Statt sich alleine durch die Levels zu kämpfen, steht dem Hauptcharakter zumeist ein Hund zur Seite, der auf die Befehle des Spielers hört. Der Weg führt dabei durch zerstörte Städte oder in eine Tauchmission unter die Meeresoberfläche. Ein Koop-Modus ist ebenfalls enthalten. Auf Platz Nummer 5, Dragon Age Inquisition. Ein verheerendes Ereignis stürzt die Welt von Tedas ins Chaos. Drachen verdunkeln den Himmel und werfen einen Schatten auf Länder am Rande des Chaos. Magier entfesseln einen vernichtenden Krieg gegen die Templer, um sich von ihrer Unterdrückung zu befreien. Nationen erheben sich gegeneinander. Es liegt bei dir und deinen Verbündeten, die Ordnung wiederherzustellen, indem ihr die Inquisition anführt und die Kräfte des Chaos zur Strecke bringt. Auf Platz Nummer 4, Battlefield 4. Battlefield 4 ist ein in der Gegenwart angesiedelter Ego-Shooter. Der Action-Titel enthält, wie auch seine Vorgänger, eine Einzelspieler-Kampagne, in der sich die Spieler durch verschiedene militärische Missionen kämpfen, ob zu Fuß oder in einem Fahrzeug. Die Kämpfe können an Land, in der Luft oder auf dem Meer ausgetragen werden. Der Battlefield 4 Mehrspieler-Modus soll Maps für bis zu 64 Spieler bieten und damit insgesamt größer ausfallen als der Vorgänger. Der Spieler hat die Wahl zwischen verschiedenen Soldatenklassen, die über individuelle Eigenschaften verfügen. Die einen sind eher für technische Tätigkeiten, die anderen Klassen eher für den direkten Schusskampf geeignet. Gerade in Online-Kämpfen entscheidet die richtige Mischung aus Klassen und perfekter Teamarbeit. Auf Platz Nummer 3, The Witcher 3 – Wilde Jagd. Mit The Witcher 3 Wilde Jagd darf der Spieler in der Rolle des Hexers Geralt erstmals eine offene Sandbox-Welt erkunden. Eine Premiere für den Protagonisten ist auch die Möglichkeit, auf dem Pferd von A nach B zu gelangen. Dabei gibt es detailreiche und mit Lichteffekten in Szene gesetzte 3D-Landschaften zu bestaunen. Das Rollenspiel setzt ansonsten an den Ausbau der bewährten Qualitäten. Mit einem verbesserten Kampfsystem, mehr Animationen und einer verfeinerten Spielmechanik soll der Titel noch mehr Spaß machen. Auf Platz Nummer 2, Project Cars. Project Cars ist eine der authentischsten, intensivsten und technisch beeindruckendsten Rennspiele auf diesem Planeten. Das Projekt wurde über Crowdfunding von einer passionierten Community ins Leben gerufen, welche aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden ist, um das ultimative Rennspielerlebnis zu schaffen.
Im Project Cars können Spieler einen Fahrer erstellen und mit ihm innerhalb eines weiten Spektrums an Motorsportarten mit Vollgas einer Vielzahl von Historic Goals hinterherjagen und dabei in der Hall of Fame verewigt werden. Darüber hinaus können Spieler im Online-Modus ihr Fahrkönnen entweder während Leaderboard-basierter und kompetitiver Rennwochenenden oder in kontinuierlich aktualisierten Community-Events, zuweilen mit echten Preisgewinnen, testen. Und auf Platz 1 der besten Spiele aller Zeiten, GTA 5. Los Santos, eine weitläufige, sonnendurchflutete Metropole voller Selbsthilfegurus, Sternchen und vergessener Promis. Einst beneidet vom Rest der restlichen Welt, befindet sich die Stadt jetzt in einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit und des billigen Reality-TVs im Kampf gegen den Untergang. Inmitten des Chaos schmieden drei völlig unterschiedliche Kriminelle ihre eigene Überlebens- und Erfolgspläne. Franklin, ein ehemaliger Straßengangster, der auf die richtige Gelegenheit und das große Geld wartet. Michael, ein erfahrener Verbrecher und Ex-Häftling, dessen Ruhestand weit weniger rosig ist, als er hofft. Und Trevor, ein brutaler Psychopath, den die Suche nach einem billigen Drogenrausch und dem nächsten großen Ding antreibt. Grand Theft Auto 5 ist das größte, dynamischste und abwechslungsreichste Open-World-Spiel, das Rockstar Games je erschaffen hat und verbindet Storytelling und Gameplay auf eine ganz neue Art und Weise. Der Spieler wechselt wiederholt zwischen den Leben der drei Hauptfiguren hin und her und erlebt so alle Seiten der verworbenen Geschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Out of the question.